ist natürlich einfach ein großartiges Gefühl hier, wenn nachher das Tor aufgeht und man in die Halle reinschiebt zum Start. Die ganzen Fans jubeln einem zu, gerade wenn man natürlich Deutscher ist und ein bisschen Local Hero. Von dem her fühlt es einfach gut an, ist immer großartige Stimmung hier, vor allem Samstag in Dortmund ist fast immer ausverkauft. Von dem her sind die Fans einfach geil und ja. Gerade bei mir stehen die letzte halbe Stunde, versuche ich mich eher ein bisschen zurückzuziehen, zu konzentrieren. Und dann, ja, kurz vorm Rennen natürlich geht es an Vorstart. Man muss sich natürlich gut warm machen, weil es direkt von 0 auf 100 quasi losgeht. Und von dem her wird dann ungefähr 5 Minuten ziemlich intensiv sich warm gemacht, damit man dann direkt Puls oben hat und warm ist und die Muskeln bereit sind. Und dann geht es auch schon los. Nach dem Rennen ist natürlich meistens immer ein bisschen fertig, je nachdem, ob es jetzt ein Vorlauf war oder ein Halbfinale oder ein Finale. Je nachdem sind es natürlich mehr Runden. Im Finale sind es dann 20 Runden. Das zieht sich natürlich ganz schön arg, weil es eine relativ hohe Beanspruchung ist, weil die Strecke natürlich mega eng ist und mega anspruchsvoll, weil alles so eng zusammen ist. Man hat quasi nie Zeit, sich auszuruhen. Von dem her ist natürlich nach 20 Runden auf jeden Fall sieht man zum Schluss auch natürlich, wer noch fit ist, und dann geht es natürlich noch ein bisschen ein paar Plätze hin und her. Und ja, aber normalerweise im Finale, wenn man gut dabei ist, machen die Fans richtig Stimmung und dann wird man natürlich noch ein bisschen gepusht hinten raus, und von dem her fühlt man sich auf jeden Fall gut. Und danach wird natürlich ein bisschen analysiert, wie war es, was kann man noch verbessern oder war es schon ziemlich gut. Jetzt war es natürlich, war ein bisschen schade, war nicht ganz so gut, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, woran es liegt. Ist auch ein bisschen schwer, weil die Strecke dieses Jahr extrem weich ist vom Boden her und deswegen schwer zum Fahren, und die Wubs sind auch ein bisschen arg spitz geschoben, haben sich zwar schon alle Fahrer darüber beschwert, aber so ganz ändern sie es nicht, und von dem her ja, wird natürlich Resümee gezogen und geschaut, dass es dann fürs nächste passt, und nach dem letzten Rennen ja, ist man ziemlich fertig und schaut, dass man sich wieder ein bisschen ausruht, und dann geht es meist auch direkt ins Hotel, weil es ziemlich spät ist.